Ich bringe ihn gleich um. Ich bin gleich so weit, dass ich ihn umbringe. Hey, du sollst hier nicht ins Wasser hopsen, bitte. Ich habe keine Lust, dich aus dem Wasser wieder ziehen zu müssen, Connor. Alle hopp. Und nochmal. Wenn das jetzt nicht funktioniert, mache ich irgendwas anderes. Oh, guck mal, jetzt sieht der Seemann nicht mehr so aus, wie der Seemann aussieht. Das finde ich jetzt... Noch ein Herausforderer. Kannst nur treffen, was du siehst. Warum war der eine denn im Grenzland so einfach und der ist so krass? Wow. Schlag mal zu! Ja, du lässt mich ja nicht zuschlagen, du Arschloch. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Boah, ey. Nur treffen, was du siehst. So, und sobald ich versuche, die Verteidigung zu durchbrechen, und jetzt habe ich gekontert. Hundertprozentig habe ich gekontert. Ich warte jetzt auf irgendeinen Konter. Unser Versuch. Ja. Nicht erwarten, einen wie mich zu schlagen. Ja, ist klar. Ich konter hier und ja, ich krieg noch auf die Fresse oder was am Arsch, ey. Ne. Also beim besten Willen, diese Mission kam ich mal gerade sowas von kreuzweise. Ne? Popo lecken und so. Also bitte. Ich konter und ich krieg noch aufs Maul oder was? Ja, beim nächsten Mal schieße ich den Typen einfach. Ja, ich weiß, ganz ehrenhaft. Aber ich bin auch eine Frau. Ich kann eh nicht prügeln. Oder so. Connor, du sollst nicht auf den Sachen klettern. Sonst kommen die Rotbären. Ja, ey, ihr habt doch einen an der Klatsche, ne? Also bitte. Ganz ehrlich. Nee, lasst mich in Ruhe. Lasst mich einfach in Ruhe, ihr Schweine. Ich habe überhaupt keinen Bock, mit euch zu kämpfen. Gar keinen Bock. Ihr sollt mich einfach in die Ruhe lassen gerade. Ich sage jetzt hier nicht das F-Wort. Aber das ist doch wirklich einfach unverschämt. Das ist einfach unverschämt. Ich will hier doch nur meine verkackten Missionen machen. Und dann passiert so eine Scheiße wieder. Könnte ich... Oh, was habe ich jetzt eingeleitet? Kotzen. Deborah? Nein, nicht du. Ich dachte, er ist jetzt umgekippt. Das sah ein bisschen so aus. Hä? Welche Kiste? Die leere Kiste untersuchen? Welche Kiste? Ach, wir sollen was suchen. Hallo. Ach, runter da. Hinweis analysieren. Eine Kiste. Die ist aber ganz leer. Da ist irgendwas Weißes drin. Aha. Ach, wir suchen noch den Stoff für die Olle da. Die Seide. Also ist die Seide jetzt auf der anderen Seite? Wow, das war jetzt schwierig. Das war jetzt aber nicht Deborah. Wir haben immer noch nicht den Einbezirk. Die Seide zu Ellen bringen, ja, aber... Wie befreie ich denn hier diesen Bezirk? Wo ist meine Kontaktperson? Ich guck mal jetzt eben im Internet nach, wo diese Kontaktperson vermeintlich sein soll. So, die soll irgendwo hier oben in der Ecke sein. Wenn das links ist. Ja, ich habe gerade an meinen Händen überprüft, dass es links ist. Wunderbar. Ich glaube, der Generation von heute muss man erklären, dass... Wo ist denn hier ein Pferd? Da. Nee. Ich dachte, die zwei Männer wären ein Pferd. Aber hier ist ein Schwein. Ich gehe jetzt hier zu einem Schwein rein, in die Pfütze. Spring einmal. Ach, du sollst in die Pfütze... Ja, okay, so geht's natürlich auch. Und in... Fütter das Schwein natürlich einmal. Ja, ne? Das... Ja, das magst du gerne, ich weiß. Ja. Man sollte genau für unsere heutige Generation sollte man eigentlich einführen, dass... rechts die Maushand ist und links die WASD-Hand. Ich glaube, das könnten sich viele Leute besser merken. Da ist ein Haus. Irgendwo hier oben in der Ecke soll sie hocken an einem Haus. Und da leuchtet auch schon was. Bist du das? Bist du das? Ja.
Hallo Deborah, Hallöchen. Natürlich die Quotenfrau Proviant hamstern. Ich bin mit dem Wort Hamster nicht klargekommen. Während ihr diesem Wahnsinn ein Ende gesetzt habt, fand ich heraus, wer verantwortlich ist. Die Taktik kommt mir bekannt vor. Ist das so? Nun, ich weiß nicht, wer der Mann ist, aber eines ist sicher. Er ist weder Patriot noch Brite. Er hat ein befestigtes Lager um das hiesige Wasserreservoir errichtet. Die konfiszierte Ernte, das Fleisch, einfach alles wird dorthin gebracht und zu unglaublichen Wucherpreisen verkauft. Wie kommen wir rein? Ein paar Einheimische werden mit uns kämpfen. So, ich musste noch eben trinken, um meine Stimme wieder zu ölen. Wir haben jetzt alle 6 Assassinen. Juhu! Was ein Quatsch, aber auch, dass das nicht auf der Karte angezeigt wird. Ich weiß nicht, ob es sich dabei um Fehler handelt oder ob sie uns zwingen wollten, wirklich zu gucken. Und ich weiß auch nicht, warum ich jetzt zu Fuß renne. Aber da ich gerade schon mit angefangen habe, mit dem Fuß zu rennen, mache ich das einfach mal. Und ich will mal wieder eine Waffe aus, weil vom Prügeln habe ich gerade echt genug. Die Mission kam mir echt, kreuzweise. Das ist ein Hund. Hallo, ihr armen Schnuckelchen. Wie geht's dir denn? So, weiter geht's. Ich bin voll konzentriert bei der Sache. Also Hauptmission wird auch bald passieren. Dann haben wir echt alles befreit. So, ich habe keine Ahnung, wie wir jetzt vorgehen, aber da ja irgendwer für uns mitkämpfen möchte, Tier halten und die Fähigkeit locken. Können aber nicht, dass sie sich jetzt locken machen. Wo ist denn hier locken? Ist das nicht schon locken? Nein. Ach hier. So, und jetzt? Ich weiß nicht, wie locken geht. Oh, jo. Okay. So, wir probieren jetzt mal locken aus. Ein Ziel markieren und T drücken. Kann man das Ziel denn markieren schon? Ja. Oh, da kommt natürlich auch Deborah direkt. Ich hoffe, sie tötet auch den anderen. Ach nee, die klaut. Ja, sie rennt vor allen Dingen direkt. Ach so, ich dachte, ich habe mich gerade gefragt, ob es jetzt überhaupt Sinn gemacht hat, was sie gemacht hat. Ja, anscheinend. Gut. So, wir machen jetzt hier Attentat-Action. Aber wir hätten natürlich auch das Pulver fast einfach ganz cool kaputt machen können. Oder wir schubsen ihn jetzt einfach ins Wasser. Ich finde es immer noch lustig, dass Gegner im Wasser sterben. Der ist doch verrückt. Nicht verrückt. Geblendet von gefährlichen, aber verlockenden Idealen. Ist das so? Und wer genau seid ihr? Jemand, der Männer wie ihn ihrer Macht berauben will. Als Zeugin eures Könnens belasse ich es dabei. Solltet ihr je meine Klinge brauchen, so helfe ich euch gern. Sie sieht ein bisschen aus wie der Fuchs aus... Wer ist es denn? Assassin's Creed 2. Falls La Volpe. Falls den jemand kennt. Ja, Schüsseln und Truhen für ganz Norden erhalten. Das ist toll. Brauche ich nicht mehr. Die Prügelmission, wie gesagt, die lasse ich jetzt einfach weg. Keine Ahnung. Es war schon demütigend genug, dreimal auf das Maul zu kriechen. So, Hauptgeschichte. Wir haben alle befreit. Wir haben alle Missionen, bis auf diese scheiß Prügelmission. Ist mir jetzt aber auch vollkommen egal. Und wer ist denn jetzt bitte in der Zeit verletzt worden? Sag mir nicht die Frau. So, wir haben noch Georgia. Ich wollte Georgina sagen. Ha, jetzt weiß ich auch wieder, wer Georgina ist. Da schicken wir... Oh, sie sieht ja geheimnisvoll aus. Wir schicken... Ja, wir schicken sie jetzt einfach mal los. ne? Dann haben wir noch South Carolina. Ach, dann schicken wir ihn noch mit... Ach, dann hätten wir den besser auf die andere Mission... Ach, ist ja egal. So! Wo ist denn mein lieber Papa? Der mir auf den Sack geht. Ach, da bist du, Hazem, du kleines...
Ferkelchen. Ja, guckst du die Aufstände an? Wechselnde Methoden, Sequenz 6, Mission starten. Wir müssen wissen, was die Loyalisten planen, wenn wir dem ein Ende setzen wollen. Ich hab's versucht, aber den Soldaten selbst sagt man nichts mehr, nur dass sie auf Befehle warten sollen. Dann such weiter. Komm zu mir, wenn du was Brauchbares hast. Wir sind dem Sieg so nah. Ein paar wohlplatzierte Angriffe und dieser Krieg und die Herrschaft der Krone sind zu Ende. Was schlägst du vor? Nun, momentan nichts, weil wir völlig im Dunkeln sitzen. Ich dachte, die Templer hätten überall Augen und Ohren. Oh, hatten wir. Bis sie anfingen, sie uns abzuschneiden. Dein Kontakt sprach von Befehlen von oben. Das sagt uns doch, was wir zu tun haben. Den Commander der Loyalisten suchen. Hazen zum Treffen der Offiziere folgen. Ach, jetzt hat er wieder eine Ahnung, wo er hinrennen muss, oder was? Komm, Papa, du rennst ein bisschen langsam, ne, Kollege? Och nee, sag mir nicht. Ich muss ja jetzt ein bisschen aufpassen, dass ich hier nicht wieder in den Arsch getreten werde von den anderen Leuten. Natürlich, Ach, hier waren wir doch schon. Hier habe ich mich auch schon mal versteckt vor den rüpelhaften Wachen, die einfach meinen, hey, der sieht komisch aus, den verfolgen wir mal. Ja, ich bin ganz angestrengt am Verfolgen, um ehrlich zu sein. Ach, Mann. Wenigstens wartet Hazum. Ganz freundlich von ihm. So, wohin möchte der denn, Mann, ey? Ach, da ist ein Kreis. Ja, natürlich. In so einem Wrack würde ich mich auch treffen, wo ja bestimmt niemand belauschen kann oder so. Nee. Connor. Connor, ey, Kollege. Ich hasse diese Häuser. Ey, toll. Ja. Jetzt darfst du auch wieder nochmal von vorne anfangen, hochzuklettern. Spacken, ey. Ich hasse dieses Haus. Kannst du jetzt hier mal hochklettern? Dein Vater hat dir doch gezeigt, wie es geht. Und ich führe hier die richtigen Befehle aus. Ah, Connor. Ich raste gleich aus. Ach, der ist hier schon. Okay. Ich raste nicht aus. Ganz ruhig. Habt ihr den Vorschlag erwogen? Ich bin nicht überzeugt. Sie zu verstärken hieße New York schutzlos zu lassen. Schon so ist es schwer, die Ordnung aufrechtzuerhalten und halbiert. Doch wenn wir es nicht tun, rechnen Sie mit einer Niederlage. Und was dann? Sie hätten vom Meer kommen sollen. Sie drehen sich im Kreis. Nur durchs Zuschauen erfahren wir gar nichts. Was schlägst du also vor? Reinmarschieren und Antworten verlangen? Nun, ja. Hinterhalt! Connor, ein wenig Hilfe bitte. Ich bin hier nicht der, der die ganze Zeit die Leute umbringen möchte. Der Commander am Leben, Connor. Vielleicht wissen sie etwas. Boah, das hätte ich vielleicht nicht machen sollen. Oh ja, wir sind fast tot. Oh! Och Gottchen. Darf ich jetzt hier auch mal kämpfen? Dankeschön. Und ich möchte natürlich meine Lieblingswaffe auswählen. Na, jetzt nicht ganz geschickt alles. Aber einen Assassinen können wir rufen. Ich weiß auch gerade nicht, wo ich bin. Ich habe so eine Säule vorm Kopf. Kannst du jetzt mal bitte den Brecher da töten? Ja, optionales Missionsziel haben wir natürlich nicht geschafft, weil gar nicht gewusst, worum es sich handelt dabei. Wir bringen sie in mein Quartier in Fort George. Wollen doch mal sehen, was die Herren wissen. Wirklich? Na, du solltest ihm wohl hinterher. Geh du. Ich bewache die Gefangenen. Nein, mach du es. Warum ich? Weil ich es sage. Jetzt geh.
Ich hätte nicht gemacht. Hätte gewartet, bis der weg ist. Den auf euch zu fangen, bevor er den Wachposten erreicht. Welchen Wachposten? Hilfe! Ich brauche Hilfe! Brauchst du nicht. Lass mich in Ruhe. Mein Bürger erlegt ihn, Jörg. Komm nicht näher! Boah, er rennt doch nicht so schnell. Haltet ihn! Habe ich ihn jetzt? Ja. Los. Fahrt zur Hölle. Ich sagte los. Ja, es fällt ja auch nicht auf, die ganzen Wachen daneben an. Und ich hoffe, ich muss ihn jetzt nicht so eskortieren oder so, dann wäre er wieder schnell. Warte, ich sag dir alles, was du willst. Alles. Nur zwing mich nicht dort hinein. Wir haben nur ein paar Fragen an dich. Wenn ich da rein muss, dann bin ich ein toter Mann. Da bist du, Connor. Ich befürchtete schon, du hättest dich verlaufen. Na, dann kommt mit. Das ist ein bisschen traurig, weil wir sind ja Personen, die diese Leute nicht so unbedingt töten würden. Aber Hazen, das Ziel von Umram. Es ist so geil, diese optionalen Missionsziele tauchen die ganze Zeit auf. Was ist denn das? Hä, was soll ich denn machen? Soll ich dich jetzt anpoken? Ziel stoßen. Heute darf ich mal Ziele stoßen. Ja, optionale Missionsziele habe ich jetzt nicht geschafft. Lauf! Ja, Entschuldigung, das finde ich ein bisschen lustig, weil so oft wurden wir jetzt geschubst. In diesem scheiß Gefängnis wurden wir geschubst. Und da freut man sich einfach, wenn wir mal andere Leute schubsen können. Und wir können das über das Fort George erfahren. Fort George erlebte eine ganze Reihe von Namensänderungen. Es begann 1625 als Fort Amsterdam und diente dem Schutz der ursprünglichen holländischen Siedlung. Seitdem hieß es mal Fort James, mal Fort William, erhielt eine Geschlechtsumwandlung zu Fort Anne und wieder zurück zu Fort George im 18. Jahrhundert. Nach Ende des Rebellionskrieges wurde Fort George abgerissen, vielleicht absehbar, da die letzte Namensänderung zu Ehren des britischen Königs erfolgte. Sie hätten es wirklich bei Fort Anne belassen sollten. Eine Anne mag doch jeder. Das ärgert mich gerade ein bisschen mit dem optionalen Missionszielen, weil es so rot leuchtet, aber es ist mir eigentlich auch... Ja, letztendlich ist mir das auch egal, ne? Außerdem, ich finde, Connor hört viel zu sehr auf seinen Vater. Das darf so nicht sein und das kann so auch nicht sein. Boah, jetzt geh doch einfach. Das ist ein bisschen nervig. Ein bisschen. Der Typ tut mir voll leid. Der tut mir richtig leid gerade. Wie lauten die Pläne der Briten? Sie wollen raus aus Philadelphia. Die Stadt ist erledigt. New York ist der Schlüssel. Mit verdoppelten Truppen wollen sie die Rebellen verjagen. Wann fangen sie an? In genau 2 Tagen. 18. Juni. Ich muss Washington warnen. Siehst du, das war gar nicht so schwer, oder? Ich habe euch alles gesagt. Jetzt lasst mich gehen. Natürlich. Hey, du bist so ein Arschloch. Die anderen sagten das Gleiche. Es muss wahr sein. Du hast ihn getötet. Du hast sie alle getötet. Warum? Sie hätten den Feind gewarnt. Du hättest sie bis nach dem Kampf festhalten können. Was? Dabei Zeit und Geld verschwenden, damit sie versorgt sind? Was hätten wir davon? Sie hat uns schon alles verraten. Du findest mich in Valley Forge. Boah, kannst du jetzt mal deinen Vater umbringen? Wechselnde Methoden. Missionsziele natürlich keins, weil gar nicht gewusst, was es eigentlich war, als es dann schon zu spät war. Naja. So, was haben wir jetzt noch in New York? Ach so, wir sind wieder irgendwie auf Status 9000. Das interessiert uns jetzt aber nicht. Dieses Kampfgeding da auch nicht. Wir porten uns einfach direkt zum Grenzland hin. Richtig. Wobei, wir könnten natürlich auch einmal noch unsere Ziele zu Hause machen. Aber ich glaube, das kann auch nach
Ja, das machen wir lieber nach der Sequenz, weil ich habe euch so lange schon keine Hauptgeschichte, Hauptstrang mehr gezeigt. Ja, machen wir doch lieber den Hauptstrang jetzt ein bisschen weiter, als dass wir was anderes machen, tun sollten. Bla, bla, bla. Bla, 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 bla.